Scheiße und das geht schon los. Verdammt. Die Leute sind ready, die Leute sind heiß, die wollen gar nicht lange warten. Die wollen hier rein in die Runde. Und lasst mich hier euch begrüßen. Auf der linken Seite in Team 1 M-Shieldo, The Click Worry und FDK got buffed. Und auf der rechten Seite treten an in der ersten Runde Sinless, Azaria und Halunke. Ich wünsche allen Teilnehmern auch in dieser zweiten Runde Shuffle viel, viel Erfolg und haut den Leuten mal richtig auf den Dötz. So, wir haben hier diesmal eine andere Arena. Ich mache das bewusst alles randomized, ne? Also wir entscheiden uns hier nicht für irgendwas. Wir voten hier auch für nix. Wir machen hier alles random. Eieiei. Also diese Arena, ne? Das ist eigentlich, das ist für Melees ein bisschen schwierig, ne? Der Priest ist Holy. Okay, dann spielen beide Holy Priests. Okay, never mind. Macht nix, ist kein Problem. Das ist kein Problem. Dann muss er aber auch die weiteren Games als Holy spielen. Da muss man natürlich sagen, erste Runde geht los. Der Click Worry gleich da bei der Sword an. Hat hier Schiss natürlich auf den Sack zu kriegen. Droppt auch gefährlich low im Shieldo, ist im Geist, versucht hier noch zu toppen. Avatar läuft, beides läuft. Click Worry, der wird hier nicht getoppt. Aber jetzt sehe ich Azaria, droppt low, gefährlich low. Und der war in Execute Range, ne? Das war richtig gefährlich. Junge, das kann von einem auf den anderen Moment, kann das Ganze hier umswappen. Die by the Sword von Halunke. Eieiei. Eieiei, Sinless hat sein Guardian Angel auch gepoppt. Und dazu muss man sagen, Sinless, thank you very much for competing here in this tournament. Sinless ist eingesprungen, weil ein Heiler abgesagt hat. Deswegen, er dachte, er würde zuerst als Disti mit dran teilnehmen. Jetzt ist er Holy. Das sehen wir ihn nach. Und was ist hier? Azaria droppt verdammt low, kriegt hier einen Live-Swap von Sinless rein, um wieder getoppt zu werden. Aber die lassen Azaria nicht in Ruhe. Der wird hier getrained. Frosty K got buffed. Kraxelt die Treppen hoch. Ne? DK ist halt auch so ein bisschen Movement-Krüppel, ne? Aber er schafft das nach oben, um am Teamfight beizutreten. Ich sehe hier, Root Beam auf M-Shieldo. Reicht das aus für das Team von Sinless, um hier einen Kill zu landen? Nein, es reicht nicht. FDK zieht seinen ganzen Burst und haut hier der Eule mal kurzerhand das Leben raus. Das war die erste Runde und ich denke einfach mal, Hauptsache alle auf der Treppe, ja. Ich denke mal, jetzt ist so ein bisschen das Eis gebrochen. Jetzt wird in Runde 2 wird nochmal richtig. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Leute jetzt nochmal einen drauflegen werden. Also das war ja schon im Opener, ne? Der Click Worry, der war da richtig im Bedrängnis. Hat denn auf einmal turnt sich das und Azaria droppt low. Also hier kann wirklich alles passieren. Zweite Runde, Shuffle. Zwei Arms Worries gegen Eule DK. Wie sieht das Ganze aus? Wir sehen hier Stormbolt auf M-Shieldo. Der used seine eigene Defensives und zieht hier DPI und Click Worry mit Avatar. Und da wird jetzt die Eule erstmal getrained, ne? Und ich weiß nicht, ob das natürlich für FDK gefundenes Fressen ist, weil der hat nämlich gerne alle auf einem Haufen. Da kommt der Burst und... Ach du Scheiße, der Click Worry. Down. Down, down, down. Also das ist... Freunde, das ist so heftig. Ach du heilige Scheiße. Ich muss mal kurz gucken. Nee, ich bin nicht gemutet. Junge, das ist ein Global, ist hier wirklich kriegsentscheidend. Ich sag dir das. Das ist wirklich kriegsentscheidend. Wir gehen in die dritte Runde. Shuffle Runde 2. Ich hoffe, Sinless hat mir gerade ein bisschen was gewispert. Ich weiß nicht, ob er jetzt alle Tournaments dran teilnehmen kann. Alle Runden. Aber ich hoffe natürlich. Okay, wir gehen rein in die dritte Runde. Root Beam auf M-Shieldo. Wir sehen hier, Azaria poppt seine ganze, seinen ganzen Burst. Halunke, Die by the Sword, FDK got buffed, Burst an und Enter Magic Shield raus. Hat aber noch seine Zone. Kann hier quasi noch was retten. Sinless mit der PI. Thorns und Guardian Angel sind beide raus.
und muss natürlich auch in die Holy Form gehen, um hier den Damage, den die beiden Melees hier rausknüppeln, zu toppen. Azaria scheint hier das Target der Begierde zu sein. Droppt gefährlich low und Sinless hat nicht mehr viele Optionen, hier sein Mate am Leben zu halten. Halunke auf der anderen Seite droppt low. Der hat aber auch keine Defensive Cooldowns mehr, außer sein Warrior 4. Sinless low. Da wird auch einfach mal auf dem Heiler geswappt. Das sehen wir sonst eigentlich in solchen Szenarien eher selten, aber das hatten wir vorhin auch schon bei Deep End, ne? In der ersten Shuffle-Runde. Azaria droppt low. Hat ein bisschen Burst laufen und scheinbar ist hier Halunke das Target von The Click Worry und Azaria. Azaria richtig low, Execute Range und der kommt der Kill. Da muss man natürlich aber auch sagen, ne? Azaria sehr, sehr mutig in dieser Lobby als einziger Caster, als Eule dazustehen. Ne? Da gehört schon das eine oder andere dazu. Wir gehen rein in die vierte Runde Shuffle Nummer 2. Wir haben wieder Double Worry auf der linken Seite mit M-Shield zusammen. Rechte Seite Eule DK. Aber ne, nichtsdestotrotz, auch wenn Azaria letzte Runde auf den Sack gekriegt hat, mit FDK gebufft, harmoniert das sehr, sehr gut. Hatte ich zumindest das eine Game so ein bisschen im Gefühl. So, die beiden Warriors gehen auf FDK gebufft, hauen ihn runter auf 50% und da kommt auch gleich der Swap auf Azaria. Beide werden hier so ein bisschen ins Target genommen. Anti-Magic Shield ist raus. Sinless muss hier in seine Guardian, in seine Angel-Form gehen, um das Ganze zu toppen und nicht dabei CC zu werden. Jeder Mikro-CC, der jetzt auf die Heiler passiert, der kann das Game frühzeitig entscheiden. Click Worry und Halunke, beide droppen sie low. M-Shieldo ist ein bisschen out of range. Kriegt aber hier den 4 auf Sinless. Sinless getrennt von seinem Team. Das Team sieht aber noch ganz gut aus. Stormbolt hier auf FDK. Wie sieht es eigentlich mit den Defensives aus? Wir haben M-Shieldo hier noch eigentlich mit allen Big Defensives als Heiler zur Verfügung. Wir haben hier einen Grip, einen Guardian Angel plus einen Life-Swap. Das sieht bei Sinless nicht mehr ganz so gut aus, aber wie gesagt, es hat alles nichts zu bedeuten. Azaria droppt hier low und es wird wieder ein Treppenfight, ne? Die Leute kämpfen hier halt gerne im Treppenhaus. Da Click Worry geht rein, versucht hier den 4 zu holen. Stormbolt auf Sinless. Azaria droppt low. Stormbolt auf Azaria. Leider auf DR. Hat nicht lange gehalten. Click Worry im Blade Storm. Droppt aber auch selber gefährlich low. Leint hier seinen Heiler und stirbt. So schnell kann das sehen. Und natürlich, es ist auch in so einem Gewusel, ne? Wenn da so drei Melees und dann noch eine Eule und dann noch zwei Heiler auf einem Fleck rumwuseln, da verliert man ganz schnell den Überblick. Und wir haben gerade gesehen, M-Shieldo und der Click Worry waren voneinander getrennt. Und das haben die anderen dann natürlich ganz dreist ausgenutzt. Wir gehen rein. Ist das jetzt Runde 4? Junge, ich habe schon wieder vergessen zu zählen, ne? Mann, Mann, Mann. Wenn ihr mir einen Gefallen tun könnt im Chat, zählt bitte die Runden mit, weil ich kann es nicht. Ich bin überfordert mit Kommentieren und selber mitfiebern. So, nächste Runde. M-Shieldo, Halunke, Azaria gegen The Click Worry, FDK gebufft und Sinless. Wir sehen hier den Stormbolt auf Click Worry und Halunke. Beide Warrior sind hier das Target. Die by the Sword ist raus von der Click Worry. Azaria droppt hier gefährlich low. Halunke droppt auch low. Da kommt der Root Beam auf Sinless. Der kann aber rauslaufen. Ich weiß nicht, ob die Roots da noch mit im Spiel waren. Beide Heiler noch. Trinket 4 auf M-Shieldo. Azaria droppt low. PI läuft. Guardian Angel ist auch drauf. Click Worry hat den Avatar an. Wird runtergenockt. Kann hier natürlich mit seinem Avatar jetzt nicht connecten. Was jetzt nicht so gut ist, kriegt einen Grip von Sinless, der es wieder schafft, hier den Click Worry zu toppen. M-Shieldo, auch mal ein bisschen Damage abbekommen. FDK got buffed, dropped hier low, kann aber wieder getoppt werden. Und das verlangt Sinless natürlich jede Menge ab, hier sein Team, gerade bei so schnellen Swaps, am Leben zu halten. Ne, M-Shieldo kontrolliert hier die Runde, haut einen Mind Control raus, der Click Worry. Leider gestorben. Das war schon wieder, wir sehen hier, wie wichtig Positioning ist. Ne? Wir haben gesehen, M-Shieldo hat so ein bisschen den Weg geblockt für Sinless. Der kam nicht runter, um seinen Krieger zu heilen.
und hätte wahrscheinlich auch noch ein 4 abbekommen, wäre zu dicht dran gegangen, ne? Nach Runde 2 kommt immer Runde 4, ja. So ist das, so ist das. Dann haben wir jetzt Runde 4, ne? Wenn das jetzt in Runde 3 gewesen ist, ne? Frag mich bloß nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und es geht los. Nächste Runde. Rechte Seite Sinless, FDK got buffed und Halunke gegen M. Shieldo, Azaria und The Click Worry. Wir sehen hier gleich den kleinen Burst von Azaria reinflammen. Da fliegen die Vollmonde aber von oben, aber ganz schnell mal nach unten. FDK got buffed, Halunke, beide down. Die by the Sword, Root Beam auf Sinless. Azaria macht hier einen scheiß guten Job, wenn ich mal das so einschmeißen darf. Avatar von Halunke. Jetzt wird natürlich gegengepressured, ne? Was in die eine Richtung funktioniert, funktioniert oftmals auch ganz gut in die andere. Das wissen sie. Zwei Banner stehen da auch, um den CC so ein bisschen zu verkürzen. Halunke im Stun Avatar ausgelaufen, hat aber noch Sharpen Blade. M-Shieldo hält aber sein Team ganz gut am Leben. Und hier wird auf Halunke raufgedroschen, ne? Also der kriegt hier die volle Melee- und Eulenpower zu spielen. Azaria dropped low. Wir haben hier Mind Control auf M-Shieldo. Wird nicht gekickt. Azaria droppt wieder low. Guardian ist drin. M-Shieldo kann das noch toppen. Jetzt muss natürlich Sinless aufpassen, dass seine DPS ihn nicht leinen, weil das schon wieder ein sehr, sehr gefährliches mit der Säule da an der Treppe ist. M-Shieldo haut den 4 rauf auf Sinless. Azaria low. Root Beam nochmal auf Sinless. Schaffen die es jetzt, Halunke oder FDK zu killen? Kommt ein Follow-up-CC? Nein. Sinless haut hier nochmal die Heals raus. Azaria dort low. Execute Range und Azaria stirbt. Ach du fucking Scheiße. Insane. Schön, dass du wieder da bist. Das freut mich. Ach du Kacke. Oha, oha. Das war... War das schon letzte Runde? Das war letzte Runde, ne? Junge, Junge, Junge. War das schon wieder ein krasses Game. Holy moly.